Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nähen wir ein mega cooles Oberteil, das muss gut werden. Ich habe was gesehen, was ich rekonstruieren werde aus einem meiner Schnittmuster. Und ihr werdet sehen, das geht total easy. Lasst euch nicht davon abhalten, dass ich hier im Kuschellook stehe. Draußen scheint die Sonne, wir haben 26 Grad, der Frühling ist da. Bei mir im Atelier braucht es immer ein bisschen, bis das wärmer wird. Aber dafür haben wir im Sommer richtig, richtig schöne, entspannte Temperaturen. Nichtsdestotrotz nähen wir jetzt ein Oberteil, was für den Sommer ist, logischerweise. Und ich zeige es mal. Ich habe das nämlich gesehen. Ich gucke mal, dass das funktioniert. Das hier, ich weiß gar nicht, auf Pinterest habe ich das, glaube ich, gesehen. Finde ich mega cool. Ich werde das hier vorne nicht binden, sondern... ich denke, da werde ich Knöpfe ran machen, damit das ein bisschen geschlossener ist, aber das ist grundsätzlich egal. Und jetzt guck mal drauf, ich finde ja, das sieht aus wie meine Palina. Meine Palina mit der Erweiterung. Und das kriegen wir hin. Ich freue mich so drauf. Und ich habe nämlich auch einen richtig, richtig coolen Stoff, den... zeige ich mal. Moment. Das ist hier diese mega coole Baumwolle. Die habe ich aus dem Lidani Store. Guckt mal. Mit so ein ganz bisschen Lochmuster. Finde ich richtig schön. Und jetzt kommt der Knaller. Da unten an der Seite ist eine Bordüre dran. Und das werde ich dann auch hier unten in dem kleinen gerafften Teil, werde ich natürlich das da benutzen. Muss mal gucken, welche Seite hier. Man sieht das jetzt gar nicht so gut. Doch so ein ganz bisschen, wie schön das bestickt ist. Ja, also, die bekommt ihr da. Ich werde euch sowohl das Schnittmuster als auch den Stoff unten in der Infobox verlinken. Ich werde euch die komplette Nähanleitung zu Palina hier auch mal verlinken. Dann könnt ihr da nämlich gucken. Ansonsten werde ich mir zuschneiden einmal das Vorderteil der Erweiterung. Und ich habe es mir hier vorne ein bisschen höher gezogen. Guckt mal, normalerweise wäre es ein Stückchen tiefer hier fertig. Ne? Ich habe es ein bisschen höher gezogen. Also, das ist das Oberteil. Dann haben wir das passende Rückenteil dazu, auch in meiner Standard 36. Und dann den puppigen Ärmel. Ganz genau. Und werde jetzt von der Standardvariante den ersten Volant nehmen. Der hat ja auch die passende Linienführung, damit das da schon ranpasst. Und den Rest packe ich mir zur Seite. Hier ist das Schnittmuster und hier der erste Volant. Ich werde jetzt auch nur den ausschneiden. Wenn du die Palina nähst, kannst du die Volants auch in der Breite immer etwas variieren. Und das kannst du nicht nur, sondern du solltest das auch machen, denn je nach Stoff lässt er sich ja ein bisschen einfacher raffen oder trägt halt nach dem Raffen vielleicht tendenziell auch so ein bisschen mehr auf. Also da kannst du wunderbar mit spielen. Ich werde jetzt hier natürlich einmal die 36 nehmen, damit es passt. Aber gerade beim Kleid habe ich auch schon oft bei den Volants dann letzten Endes die 34 genommen. Also einfach, damit es ein bisschen schmaler wird. Da kann man wirklich wunderbar mit spielen. Ich werde das auch ohne Beleg nähen, sondern da oben einfach die Naht umklappen oder mit Schrägband versäubern, habe ich mir gedacht. So. Damit habe ich dann alle Teile, die ich brauche. Und das mache ich jetzt einmal wieder zusammen. Und lege es mir nochmal zur Seite, denn... Hilfe! Zu Hilfe! Es sind halt auch richtig viele Bögen, ne? Ich sehe immer zu,
dass bei mir keine Schnittteile irgendwie überlappen und dass man das viel, viel einfacher ausschneiden kann und den besseren Überblick hat. Schnittteile werden alle ganz normal zugeschnitten, aber hier bei dem Volant 1, den gibt es ja für vorn und hinten, den werde ich dann hier unten einfach so verlängern, dass da eben das Vorderteil dran ist. Ne? Das heißt, ich muss mit denen hier mal ranhalten und gucken, um wie viel ich den verlängern will. Ich würde jetzt einfach mal satt, was haben wir hier? Ach, wunderschön, wenn man das hat, ne? Also 15 cm sagen. Wenn du keine Borte unten dran hast, dann kannst du das ja noch so ein bisschen entspannter machen und dann noch so viel kürzen, wie du willst. Genau, so. Her mit dem Stoff. Genau, da haben wir jetzt im Prinzip die Borte. Das sieht auch richtig schön aus. Und hier kommt jetzt zum einen, habe ich mir gedacht, mache ich da den Volant ran. Dann geht das auch noch schön bis hier oben. Ach, das ist toll. Obwohl, ich muss das hier unten schon noch ausschneiden, ne? Ganz knapp an dem. Oh, das machen wir auch. Guck mal, hier ist nämlich so ein bisschen, siehst du das? Hier unten. Ist ein bisschen schwierig, ne? Aber jetzt kann man es ganz gut sehen. Hier ist die Stickerei. Und an der Stickerei werde ich das dann hier noch entlang schneiden. Okay, also machen wir das im Prinzip nur bis da. Und dann müssen da unten, muss dann der Platz rankommen. Und hier vorne lasse ich an der Kante nochmal hier 1,5 cm dran, damit ich das Ganze umklappen kann. Ne? Weil hier bleibt es ja offen. Genau. Eigentlich wäre das auch sehr, sehr schön hier an dem Ärmel, weil der wird ja dann hier an der Stelle gerafft. Das ist ja auch hier drin. Das heißt, das könnte hier unten an der Kringelborte aufhören. Na, also hier schnibbel ich das aus und dann raffen wir das hier einfach. Und da unten wird überhaupt nichts versäubert, sondern das Ende ist dann wirklich die Kante. Ich mach das mal weg, dann sieht man das wieder ein bisschen besser. Genau. Ja, so schneide ich das jetzt zu. Hier wirklich gucken, dass das schön gerade liegt. Und damit das jetzt gleichmäßig wird, nehme ich mir jetzt nicht die Vorlage, sondern nehme den Ärmel, den ich jetzt hier zurecht geschnippelt habe und habe ja hier unten auch noch die Kante. Und dann kann ich nämlich hier den Stoff hinlegen und packe mir das Ganze rechts auf rechts hier drauf und schneide es wirklich gegengleich zu. Weil was natürlich jetzt noch fehlt, sind die Einsatzpunkte. Die übernehmen wir noch und machen hier den Innenbereich der Nahtzugabe einen Schnippschnapp rein. Einmal, zweimal. Einmal und zweimal. Super. Vorder- und Rückteil sollen natürlich möglichst nicht so durchsichtig sein. Deswegen nehme ich dann den oberen Teil. Theoretisch haben wir ja hier vorne auch, wird das ja zusammengenäht. Ne? Also eigentlich ist es hier in dem Bereich im Bruch. Das haben wir natürlich aktuell nicht. Sonst wird es ja nicht schön. Also müssen wir auch hier den Zentimeter oder die 1,5 cm, die ich jetzt mache, rangeben. Nee, wir machen das schon so. So, genau. Dann haben wir hier nämlich noch ein Blümchen. Da ist eins. Aber hier, wo die Brust ist, ist quasi sichere Zone. So machen wir das. So, und das sollte eigentlich auch ganz gut auf der anderen Seite passen. Oh, man mag es nicht glauben. Ja, tut's. Wunderbar. Also. Gleich auch auseinandernehmen.
und messen, wie viel es ist. Ich habe jetzt 2 cm gemacht. Da ist ja eh nur der BH, der da mal lang geht. Guck mal, das kriegst du hier alles raus. Und da unten haben wir die Ärmel. Das ist doch ein Traum. Da braucht ihr überhaupt nicht viel, viel Stoff. Das jetzt auch einmal zusammen. Ne? Das Rückteil ist ja durchgehend. Da kommt keine Knopfleiste ran. Oder keine Bindebänder. Also immer wenn ihr natürlich an so Schnittmustern rumspielt, ist es trotzdem extrem praktisch, wenn ihr die vorher schon mal genäht habt, damit ihr einfach wisst, wie der grundsätzliche Sitz davon ist. Dann hat man auch bessere Möglichkeiten, damit rumzuexperimentieren, wenn du eben schon weißt, wie das Ganze grundsätzlich sitzt. So, also da ist so ein bisschen Entspanntheit. Jetzt natürlich aufpassen, hier unten wollen wir 15 cm ranmachen. Das heißt, ich lege mir das Ende, weil es ist ja das hier, ne, also die Kante, nicht da unten, sondern hier ist mein Muster zu Ende. Das heißt, das lege ich mir jetzt an eine Linie, so. Und dann gucke ich halt von hier, da habe ich jetzt meine Linie, und gucke, dass ich jetzt hier die 5, 10, 15 cm habe. So, die da unten ran sollen. Und vorn die 2. Sehr gut. Und dann können wir schneiden. Nochmal gucken. So, 5, 10, 15. Hier legen wir es ran. Jetzt haben wir auch die Nahtzugabe. Und in dem Fall bleibt das Ganze auch im Bruch. Und dann haben wir alle Schnittteile. Das untere Teil habe ich jetzt schon mal gerafft. Ich habe das an der Overlock gemacht und ja, hiermit dann auch gleich die Kante oben versäubert. Ich verlinke dir hier auch nochmal das Video für die unterschiedlichen Raffmethoden. Das machen wir mal dazu. Ansonsten habe ich das Oberteil auch versäubert. Ich habe hier auch so ein ganz bisschen das Differential hochgestellt. Einfach damit es sich nicht dehnt. Das passt ganz gut. Und nun wird das Ganze rechts auf rechts zusammengenäht. Jetzt lass mich mal gucken. Das sieht man hier auch echt gar nicht so gut. Hier ist, glaube ich, die Struktur so ein bisschen weniger als hier. Ich nehme das mal als die rechte Seite. Gibt es hier auch so einen Unterschied? Ja, dann machen wir das so. Ich drehe es mal um. Und dann kommt das hier einfach drauf und wird zusammengemacht. Und dann nähe ich das mit der Nähmaschine zusammen. So, und hier fange ich auch mit den 2 äußeren Ecken an. Leg mir das dann hin. Manchmal reicht das hier in der Mitte nicht so ganz. Dann lege ich das hier einfach drauf. Und sieh zu, dass ich das beim Nähen einfach noch mal ein bisschen schiebe in dem Fall, wo das gar nicht so übel ist hier. Aber man sieht schon, ne, hier kommt jetzt mehr Fülle zustande, als es zum Beispiel bei einer Viskose ist. Also deshalb ruhig noch mal nach der Größe gucken. Vielleicht, wenn ihr das Kleid näht aus einem Musselinstoff, was natürlich absolut funktioniert. Überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber da würde ich wahrscheinlich die Volants alle eine Nummer kleiner zuschneiden, um da einfach ein bisschen weiter rauszunehmen, denn es soll ja zwar einen schönen Boho-Stil haben, aber am Ende nicht aussehen wie ein Sack. Ne? So, so machen wir das und beim Nähen achte ich jetzt darauf, dass ich das hier noch so ein bisschen zusammenschiebe und habe dann hier das Rückteil schon mal zusammengenäht. So sieht das Rückteil jetzt aus. Ein kleiner Nachtrag habe ich noch.
Ganz genau. Ich habe jetzt ja hier nochmal so ein bisschen nachgeschoben beim Raffen. Und da ein Tipp von mir. Ihr habt ja hier, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht, aber ihr habt ja hier Bereiche, wo kein Muster drin ist. In dem Bereich habe ich den Stoff jetzt ein bisschen mehr gerafft. Und hier, wo das Muster ist, da habe ich es jetzt relativ glatt gelassen. Denn von vorne gesehen bringt dir dieses Lochmuster eh schon ein bisschen mehr Stand. Und die Bereiche, wo es eben jetzt das Musselin glatt ist, die liegen dann einfach flacher. Und so habe ich das ein bisschen ausgeglichen. Ne? Also da aufpassen. Und zum anderen noch ein Tipp. Wenn ihr hier rafft, dann seht zu, dass ihr die Raffung so ein bisschen mehr in die Mitte zentriert. Zumindest weg von der Nahtzugabe. Denn hier außen wird ja dann gleich lang genäht. Und wenn ihr hier noch so eine dicke Wulst habt, dann bringt euch das nämlich überhaupt nichts. Ne? Das heißt, hier ist ja eh nochmal der Zentimeter Nahtzugabe dran und ab hier geht die Raffung dann erst los und es näht sich hier deutlich schöner zusammen und auch die Naht sieht schöner aus, wenn hier jetzt nichts gerafft ist. Ne? Auf der anderen Seite habe ich das genauso gemacht. Hier ist der Rest auch glatt und gerade, damit man das dann einfach schöner zusammennähen kann. Und dann werden die Vorderteile hier angelegt. Mal gucken, ob ihr das auch seht. Jawohl. Genau, hier vorne rechts auf rechts draufgelegt. Und dann hier angenäht. Und das mache ich jetzt auch in einem Husch mit der Nähmaschine. Und dann versäubere ich die Nahtzugabe, damit ich hier oben nur eine Naht habe. So, da sind die. Da sind die Ärmel angenäht und ich habe jetzt zusätzlich hier vorne den Ausschnitt einmal mit Nahtband verstärkt. Das ist das elastische Nahtband, aber das hilft halt, also ihr habt ja hier den schrägen Fadenlauf und wenn das Ganze gleich umgeklappt wird und dann festgenäht wird und versäubert wird, dann kann das hier ausleiern. Und deshalb habe ich das Ganze hier verstärkt. Und nun machen wir als nächstes hier einmal die Versäuberung, indem ich die Nahtzugabe nach hinten, nach innen umschlage. Und das Coole an der Geschichte ist, dadurch, dass das Nahtband hier drauf ist, ist jetzt auch die Kante schon gesichert und da muss halt nicht noch mal was versäubert werden. Ne? Hier ist die Verstärkung und jetzt kannst du halt gucken, das ist so dünn, also entweder du gibst so viel Nahtzugabe, dass das Band hier, dass es so passt und dass du es wirklich so umschlagen kannst, oder du kannst das Ganze auch hier so halbieren und den Zentimeter nehmen. Genau. Und dann wird das jetzt hier einmal ringsum an dem ganzen Ausschnitt festgenäht. So, jetzt ist hier vorne der Ausschnitt versäubert. Ich habe hier unten an dem Vorderteil auch die Rundung versäubert. Und nun kommt das Rockteil ran. Also, ne, der Volant ist das ja eigentlich in unserem Fall jetzt hier. Hier wieder schauen, welches die richtige Seite ist. Machen wir es so. Auch den habe ich mit der Overlock wieder gerafft. Und der wird jetzt hier rechts auf rechts ans Vorderteil angenäht. Und zwar so. Sollte jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, so passen, dass hier vorne, oh, der ist sogar ein bisschen zu viel gerafft. Guck mal, ist gar nicht so viel. Dass der bis da vorne direkt rangeht. Oh, fehlt auch ein Stück. Also gehen wir wieder von den Außenbereichen nach innen und dann, nö, das sieht ja ganz gut aus hier. Boah, doch, sehr gut. Und dann nähe ich das mit der Nähmaschine zusammen. An der
vorderen Kante hier habe ich jetzt auch einmal komplett in dem Bereich, ich zoome mal gut aus, so, hier vorne quasi an der Knopfleiste einmal Bügeleinlage aufgebügelt, also auch das Nahtband, dann das Ganze nochmal umgebügelt und dann wird das wirklich hier einmal an der Kante festgesteppt. Und hier auf der anderen Seite habe ich das schon mal vorbereitet. Das sieht von hinten auch alles schön sauber aus und von vorne natürlich auch. Zack, da ist das Ganze. Ein kleiner Hinweis noch, ich werde ja hier dann gleich die, das Ganze, also die Borte hier abschneiden an der, oder den Stoff an der Borte abschneiden, damit wir hier so ein, ne, die, ach, sag schon, diesen schönen Abschluss haben. So, deshalb habe ich hier vorne an der Knopfleiste, wo quasi hier diese Borte anfängt, hier habe ich nochmal verriegelt, ne? Weil hier schneide ich ja dann nachher lang und soll ja nicht aufgehen. Also hier oben ist das Ganze nochmal extra verriegelt und da hilft euch hier unten nämlich das Verriegeln überhaupt nichts, weil das ja nachher abgeschnitten wird, ne? So sieht's aus. Ja, das sieht schön aus. So habe ich mir das gewünscht. Da das am Ärmel nachher so ein bisschen schwierig ist, mache ich das jetzt schon mal. Auch da natürlich wichtig, dass man nicht reinschneidet. Und nicht wundern, ich nehme jetzt die große Schere, weil das einfach die geilste, schärfste Schere ist, die ich hier im Haushalt besitze. Und das wichtiger ist, dass sie scharf ist. Dann kann man das auch schöner schneiden. Oh, das werde ich am Wochenende gleich anziehen. Zack. Guck mal, wie schön das aussieht. Ha! Ja, also, ich glaube, da müsst ihr mir jetzt nicht zugucken, ne? Schön vorsichtig, mit Zeit. Oh, ich habe auch noch so einen tollen Jeansstoff im Shop. Da ist das bestimmt auch total toll. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da kann man, wenn man da den Dreh raus hat, was jetzt geht ja wirklich relativ einfach zu nähen. Das ist nur jetzt durch das Video erscheint das so lang, aber und ich kann euch das Palina-Schnittmuster wirklich nur ans Herz legen. Da kannst du so viel draus machen. Kleid in, also da sind ja zwei Oberteile dabei, also zwei Ausschnitttiefen. So, dann habt das ein Oberteil-Variante mit überschnittenen Ärmeln und eine mit Ärmeln. Aber wir haben auch zwei Ärmelvarianten nochmal dabei. Dann haben wir die, oder habe ich die, sag schon, die Volants wirklich so angelegt, dass man da eine Tunika draus machen kann, ein kürzeres Kleid und ein langes Kleid. Also auch da könnt ihr wirklich verschiedene Varianten zu nähen. Ihr habt da so viele Möglichkeiten mit. Also wenn euch ein Boho-Schnittmuster interessiert, das ein bisschen weiter ist, also es ist wirklich, es ist ein Stück Oversize, ne? Aber auch da, ihr könnt ja die Volants halt einfach eine Nummer kleiner oder auch, wenn ihr sie noch weiter haben wollt, einfach noch weiter zuschneiden. Also das ist so ein Ding, da könnt ihr wirklich super, super, super mitspielen. Die Ärmel sind eingenäht. Ich zeig's mal. Und ich habe mich hier für den gerafften Ärmel entschieden. Und bei dem Ärmel habe ich nicht nach der Markierung im Schnittmuster geguckt, um den Gummi einzunähen. Ich zeige es euch jetzt extra mal in weiß. Ihr könnt natürlich einen dunklen nehmen, obwohl man das nachher beim Tragen nicht sieht. Und ich bin nicht der Linie gefolgt, sondern bin nach dem Muster hier gegangen. Das heißt, ich habe da geguckt, wo muss ich den Gummi annähen,
Das ging dann so ein bisschen hoch und runter. Man soll den ja nicht sehen und wir wollen ja nicht, dass der hier irgendwo unter so einem Loch drunter ist, ne? Also das rafft sich hier nachher eh, das fällt überhaupt nicht auf. Ne, also ganz easy peasy. Und als nächstes ist die Knopfleiste dran. Und da bin ich jetzt erstmal stur danach gegangen, was passt hier vorne am schönsten übereinander von den Teilen. Das heißt, ich habe es diesmal so rum drauf genäht, aber jetzt gibt das halt hier so einen richtig schönen Flow. Und ich habe, wie gesagt, ich habe das hier zusammengenäht, hier sind keine Knopflöcher drin. Ich habe jetzt hier oben als erstes zwei Knöpfe angenäht. Das ist mein Abstand, mein Go-To-Abstand. Das heißt, den werde ich jetzt weiter beibehalten und werde jetzt die Knopfleiste hier runter genauso nähen. Und hier ist das fertige Ergebnis. Ich finde, es ist richtig schön geworden und ich freue mich auch total drauf, das zu tragen. Und ich hoffe, die Anleitung hat dir geholfen. Wenn du Fragen hast, lass mir gerne einen Kommentar da. Und wie gesagt, Stoff, Schnittmuster und alles, was man sonst so braucht, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüss!